Herr Professor Buchholz, wir sind zwar hier in Chicago beim ASCO 2016, aber ich möchte mit Ihnen mal eine sehr persönliche Sache ansprechen. Wie ist es für einen onkologisch tätigen Arzt, wenn er selbst an Krebs erkrankt? Ja, grüß Gott, Frau Heidinger. Selbst an Krebs zu erkranken als Arzt ist, glaube ich, gleich wie für jeden anderen Menschen auch. Man ist mit der Diagnose erstmal ziemlich überfordert. Es ist immer die Frage, was für eine Diagnose man bekommt, ob das ein frühes Karzinom ist oder ein metastasiertes Karzinom. In meinem Fall war es ein metastasiertes Karzinom und als Arzt weiß man schon sehr genau, was das bedeutet. Aber auf der anderen Seite hat man die Möglichkeit, durch sein Wissen eventuell für sich eine Therapie zurechtzuschneidern, die einem helfen kann und auf Medikamente zurückgreifen zu können, die effektiv sind. Nun gibt es ja viele neue Arten von Therapien heutzutage. Heißt das einfach, dass es, sagen wir mal, das Überleben verlängert? Oder kaufe ich mir mit diesen neuen Wirkweisen auch ganz andere Nebenwirkungen ein, die einen schwer belasten können? Also in meinem Fall beim metastasierten Hautkrebs war die Diagnose letztes Jahr, eigentlich genau zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr. Und auch auf diesem ASCO wurden damals neue Daten zu zwei Medikamenten zur Immuntherapie beim metastasierten Hautkrebs präsentiert, die von der Effektivitätsseite extrem vielversprechend waren und sind und nach wie vor auch sich bestätigen. Allerdings ist das Nebenwirkungsspektrum doch relativ unbekannt. Und gerade dann in der täglichen Versorgung, gerade bei den neuen Therapien, weiß man nicht genau, wie man damit umgeht. Und man hat sich definitiv Nebenwirkungen eingekauft. Die sind schon unterschiedlich stark in der Ausprägung. Bei mir waren sie relativ stark. Das Problem ist bei neuen Medikamenten und neuen Nebenwirkungen, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Das wurde gelernt und ich habe auch reichlich dazu gelernt, was Therapie von Nebenwirkungen anbelangt, welche Fragen man stellen muss, worauf man achten muss. Und das ist sehr viel vielschichtiger geworden, als nur auf die Effektivität zu schauen. Ist es für Sie als Arzt und gleichzeitig Patient nicht auch unter Umständen schwierig, dass Ihre Kollegen, die Sie behandeln, meinen, Sie wissen ja eh schon alles? Ja, auf der anderen Seite, man weiß eben nicht alles, weil man eben auch nicht, also in meinem Fall, ich bin im Hautkrebs jetzt nicht so bewandert, aber man hat vielleicht ein bisschen besseren Zugang, weil man die Grundthematik etwas als Onkologe versteht und man kann sich da sehr gut einarbeiten und das tut man auch. Das ist zum einen gut, auf der anderen Seite kann eben das doch auch sehr verhadern und man verrennt sich in vielen kleinen Wegen. Deswegen ist teilweise Nichtwissen auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das heißt, auch ein Arzt braucht in so einer Situation eigentlich so seinen Lotsen durch die verschiedenen Optionen? Definitiv. Also ich denke, man braucht auf jeden Fall einen Kollegen oder einen Arzt, der in dem Gebiet sich auskennt und der ihn dann mit begleitet, weil schlussendlich sieht er das aus einer anderen Perspektive, die doch ein bisschen neutraler ist als die eigene und dann bei einigen Therapieentscheidungen doch relevant Auswirkungen haben kann, dass man eben nicht über drüber geht zum Beispiel auch. Was uns alle freut, Sie arbeiten ja auch wieder als Gynäkologe oder gynäkologischer Onkologe in Ihrer Klinik. Hat sich für Sie in Ihrer Wahrnehmung von Patientinnen, auch im Umgang mit den Patientinnen, durch Ihre eigene Erfahrung irgendetwas verändert? Automatisch. Dadurch, dass man selbst betroffen ist und sehr viel, also wie in meinem Fall, Nebenwirkungen miterlebt hat, glaube ich, ist man sensibilisierter. Man achtet mehr auf die Signale der Patienten. Man ist auch darauf bedacht, explizit danach zu fragen und auch eventuell, wenn eine Frau das Bedürfnis hat, länger zu reden, diese Zeit auch einzuräumen, was man vorher schon gemacht hat, aber man macht es mit einem, ich würde sagen, mit einem halben Schritt mehr und mit dem Wollen, dass man eben gerade aufgrund der eigenen Erfahrungen den Damen da doch durchaus helfen kann, was zum Beispiel anbelangt, Übelkeit erbrechen, Diarrhöen, Schmerzen. Das heißt, man muss ihnen schon vermitteln, dass man zwischenzeitlich wahrscheinlich sehr viele Medikamente nehmen muss, die aber nur temporär sind und dann, wenn die Besserung eintritt, sie wieder reduzieren kann. Also man muss ihnen ein bisschen Perspektiven auch bei den Nebenwirkungen mit an die Hand geben. Und wenn man es mal selber erlebt hat oder die Definition eines Fatigues, glaube ich, kann man dann wirklich definieren, wenn man es selber mal erlebt hat. Und dann heißt man, was? Da geht nichts mehr. Also es gibt unterschiedliche Ausgrabungen, gerade des Fatigues. Aber man kann es fast schwer beschreiben, was ein Fatigue tatsächlich darstellt. Aber es ist
ein komplexes Symptomenbild aus Nichtmotivation, Abgeschlagenheit, Antriebslosigkeit, depressiver Verstimmung, die sich dann im Alltag einfach äußern. Und dann hat man natürlich Gewichtsverlust, man hat keinen Muskelaufbau, die Psyche nimmt weiter ab. Und da muss man schon interagieren, um das wieder aufzubauen. Was für Möglichkeiten gibt es da? Naja, das ist einerseits ein bisschen Coaching zum Beispiel. Für mich waren die Antidepressiva ein optimales Mittel, das man einnehmen kann und die man auf gar nicht abgestempelt wird. Ich muss jetzt Antidepressiva nehmen. Aber die haben dann sozusagen die Spitzen weggenommen und konnte man dann auch relativ schnell wieder absetzen, wenn sich das Gesamtbild wieder bessert. Das tat es auch. Das heißt also, eine Fatigue zum Beispiel ist nicht einfach so, jemand will nicht. Nee, sondern er kann einfach nicht. Genau, er kann nicht. Und das ist ein deutlicher Unterschied und das muss man halt auch erkennen. Und da, glaube ich, ist sehr viel Bedarf und Beratungsbedarf und ein bisschen Zeit, den man mit dem Patienten verbringen muss, um da helfen zu können. Vielen Dank und alles Gute. Danke.